Heute möchte ich euch diesen leckeren Frepp zeigen mit gebratener Hähnchenbrust. Und wenn ihr wissen wollt, wie der zubereitet wird, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. So, die Hähnchenbrüste hier, die habe ich bereits abgewaschen und trocken getupft. Und von meinem Kater habe ich auch schon was weggeschnitten, da war nämlich auch schon da. Und jetzt werde ich das Ganze von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Und mit Paprikapulver. So, hier habe ich jetzt eine Pfanne mit Öl erhitzt. Und darin werde ich jetzt meine Hähnchenbrüste anbraten. Von beiden Seiten. Und in der Zwischenzeit wärme ich hier in einer etwas größeren Pfanne schon mal die Fett auf. Dauert aber nur ein paar Minuten. Jetzt kümmere ich mich um meinen Belag. Die Tomaten hier, die werden jetzt einfach bloß halbiert. Es sei denn, ihr habt größere Tomaten, da könnt ihr sie natürlich vierteln. Bei der Gurke schneide ich die beiden Enden hier ab. Danach schneide ich erst Scheiben runter. Wenn ihr Gurken in Scheibenstücken habt, schneidet ihr sozusagen solche Viertelstückchen. Und hier habe ich jetzt noch ein bisschen Salat und den werde ich einfach in solche Streifen schneiden. So, jetzt komme ich zum letzten Part. Jetzt werde ich nämlich noch die Hähnchenbrust noch schnell in Streifen schneiden. Weil ich höre nämlich schon, meine Familie hat Hunger. So, und jetzt zeige ich euch noch zwei Varianten, wie ihr die Fraps füllen könnt. Ihr könnt die einmal so zusammenrollen oder ihr klappt sie zusammen. Dafür macht ihr einfach hier in der Mitte, bis zur Mitte hier durchschneiden. So, dann kommt, ich denke mal, hier werde ich die ganze Hälfte machen mit Salat. Dann halt Tomaten, die kommen hier hin. Oder nee, die werde ich hier hin machen. Die Gurken dann auch. So. Dann habe ich hier noch die Hähnchenbrust. So, und jetzt kommt noch der gehobelte Parmesan. Ihr könnt allerdings auch anderen Käse benutzen, Mozzarella, Feta-Käse oder halt den ihr halt haben wollt. Genauso wie mit den Soßen. Ich habe jetzt hier eine Knoblauchsoße. Klappt ihr das alles so zusammen? Und da habt ihr so eine Art Tasche. Seht ihr das? Ja. Das ist jetzt Variante 1. Und Variante 2 zeige ich euch jetzt. So, Variante 2. Wieder Salat. Den könnt ihr aber allerdings hier überall hier auf den ganzen Frepp, also in der Mitte des Frepps hier alles verteilen. Und dann wird das sozusagen so zusammengeklappt.
Und normalerweise wird das noch so gerollt. Aber ihr könnt das natürlich auch so essen, wie es hier, wie es jetzt hier ist. Ja, und das ist da jetzt gewesen. Mein Frepp mit gebratener Hähnchenbrust. Ich habe auch schon mal einen Caesar Salad gemacht. Den werde ich euch hier an der Seite mal verlinken. Und eigentlich war das sogar die Inspiration zu dem Frepp hier. Wir werden das jetzt verspeisen. Wie gesagt, meine Familie hat Hunger. Mein Kater hat auch Hunger, aber der wird das wahrscheinlich nicht essen wollen. Außerdem hat er was gekriegt von mir. Euch schreibe ich euch wie immer das komplette Rezept in meine Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und viel Spaß beim Nachmachen.